Hallo und ein herzliches Willkommen zu Star Trekker. Bestimmt wisst ihr das schon, aber in diesem Spiel geht es darum, ich sage mal, es ist ATS im Weltraum. Ne? Also ich sag mal, die LKWs, die man da oben so hat, also die Fluggefährte da oben, die Fluggeräte, sag ich mal, ne, sehen aus wie amerikanische Trucks. Und ja, eigentlich ist es wie ETS, ATS, nur da oben im Weltall. Ne, dass man muss aber auch sein Fahrzeug fliegen, reparieren und von außen Löcher reparieren, abdichten wegen Sauerstoff und so. Ja, ich hatte das kurz angespielt. Mir hat es gefallen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich auf Twitch aber einen Livestream und ihr seht denn hier sozusagen den Zusammenschnitt. Ich spiele hier zusammen mit dem Tim, der spielt das auch. Auch, also für sich alleine natürlich, ist ja leider nur ein Singleplayer. Bis jetzt, vielleicht kommt ja noch ein Multiplayer-Spiel oder eine Multiplayer-Version. Gut, da würde ich sagen, fangen wir an und es geht los. So, aber bis jetzt läuft alles, ne? Subi. So, was muss ich machen? Schwing deinen Hintern hoch. Habe ich. Zieh den Raumanzug an. Hast du schon draußen Heil gemacht? Ich habe schon Heile gemacht. Soll ich auf dich warten, mein Lieber? So, dann machen wir mal die... Man konnte nicht irgendwie den LKW ausschalten, ne? Ui, ui, ui! Wen willst du ausschalten? Den LKW. Nee, aber Licht kannst du ausschalten, um wahrscheinlich die Batterien ein bisschen zu schonen. Nee, kann ich nicht. Das Licht kann... Ich im Tutorial bin. Ach so. So, hinein. Und den Anzug gleich wieder ausziehen, damit er aufgeladen ist. Ach, guck mal, man kann sogar... Ui. Was kann man? Die Kameras sich angucken. Ja, auf den Displays, ne? Auf den kleinen Displays. Ja, ja. So, nimm das Mikrofon mit der rechten Maustaste und dann mit 1, 2, 3 kannst du antworten. Mit Space. Ja, ist klar. RSD, aber ich mache es ja mit Controller. Das kannst du alles auch mit dem Controller durchscannen. Naja, ich fliege jetzt hauptsächlich mit, Dings bloß. So, fliege zum Sprungtor. Mache ich. Du kannst auch mit Automatik fliegen, ne? Also hier Tempomat. Links neben den Lichtschaltern da. Achso, das ist das. Dann drückst du drauf und da kannst du mit. Dann kannst du. Achso, geht nämlich. Ist das zu laut, nö, ne? Verschiedene Orte der Galaxie zu erreichen. Kostet jedes Mal 50 Geld, ne? Was hat 50 Geld? Kostet jedes Mal 50 Geld, ja, wenn du da durchgehst. Also sozusagen wie Maut. Mhm. Was ich vorhin auch ein paar Mal hatte, hatte nicht aufgepasst wegen meinem Sauerstoff. Da gehst du jedes Mal zurück in die eine Welt. Wie geht es zum Lieferwegpunkt? Hupen kannst du auch. Oben, links, das Ding. Oh, geht nicht.
Ja, musst du ganz langsam reinfliegen. Ah, du bist genau da, wo ich auch gerade bin. Abladezone, ne? Ich hab extra noch gewartet dann. Also wir sind sozusagen gleichzeitig losgefahren. Das ist super. Denk daran, überall gegenstoßen, zu viel fliegen, kriegst du stets und ständig Geldabzug wegen radikales Fliegen oder was sie da immer sagen. Wenn du einem die Vorfahrt nimmst oder so, wenn einer wegen dir abbremsen muss, hatte ich vorhin ein paar Mal. Aha. Und ich bin also der Rowdy in ETS. Ja, weiß ich Bescheid. Achso, und der Container muss komplett stehen, wenn du da in der Zone bist. Ja, ich weiß. Ich habe schon gespielt. Ich habe ja schon 5 Frachten geliefert. So, löse den Anhänger. Und ich habe $753 gewonnen. Verdient. Gewonnen. Ja, wenn du hier in eine Miese gehst, kriegst du sofort einen Kredit aufgebrummt. Great job. Payment should already be with you. But if you feel like spending some of that hard-earned cash, just head on over to Palmview Station. You'll find they've got supplies, a few jobs on the board, and the best home-cooked soya protein this side of Alpha Centauri. Ja, und da hast du dann dein Buch hier, Handbuch. Jetzt kann ich hupen. Was ist das denn? Ach, da! Oh. Ja, man muss auch aufpassen, wenn du manchmal direkt am Dingsspawn stehen bleibst, zum Beispiel, wenn du durch ein Portal fliegst und bleibst stehen, dann kommt ein anderer raus, der rammt dich. Weil du ja genau dahinter stehen bleibst. Also das heißt, du müsstest erstmal aus dem Portal erstmal dich verpissen irgendwo hin und dann kannst du dich da irgendwo hinstellen. Anhalten tust du mit der Luftbremse. Bei mir ist es der linke Stick reindrücken. Begib dich zur Station Palmview. Wo ist das Ding da? Du musst nicht unbedingt die Straßen nehmen hier, ne? Du kannst auch zwischendurch fliegen, aber da fliegen Brocken rum. Ich nehme die Brocken. Du musst aufpassen, wenn du dagegen fliegst, geht deine Hülle kaputt. Das heißt, du musst jedes Mal aussteigen. Dann habe ich gestern Abend schon mitgekriegt, dass das angenehm ist. Tanken musst du. Muss man tanken? Ja. Das ist viel also bei der normalen Tankstelle. Nee, jetzt nicht. Das musst du. Nee, musst du glaube ich nicht. Was ich immer lustig finde, wenn man sich hinten. Oh, da kommt einer. Oh, nein. Scheiße. Okay. Oh, du hast das Schild mitgenommen, wa? Ja. Strafe aufgrund deines Flugverhaltens. Scheiße. Oha, das ganze Ding ist kaputt gegangen. Ach, verdammt. Ja, das Bremsen geht hier nicht ganz so einfach wie bei ETS. Nee, da hast du recht. Hallo, Sophie. Begib dich zur Bucht 3. Das macht sich am besten mit der Dockkamera von innen. Der linke Bildschirm. Oder der rechte. Oder der rechte. Ich nehme meistens den linken, weil man dann gleich andocken kann. Du Fagel.
Nein, hoch. Oh, ich drücke immer verkehrt. Nein, runter. Oh, gestern hatte ich aber nur 3 Aufträge. Kann man mehrere Verträge annehmen? Du kannst irgendwann, kannst du, das ist wie bei ETS, du musst deine Aktie, deine Fähigkeiten freischalten. Da kannst du irgendwann auch 2, 3 Trailer hinten ranhängen oder Container. Aber jetzt momentan gibt es eine. Also ich kann nur einen Auftrag sozusagen annehmen gleichzeitig. Ist ja bis jetzt noch Tutorial. Du Miranda. Ja, jetzt sieht er noch so richtig gut aus. Pass mal auf, wenn du erstmal geflogen bist ein paar Mal. Denn so, was haben wir denn hier? 1007, 1008, 1009. Ich werde den für 1009 nehmen. Warte mal, das sind 4 Stunden 27. Zwei Sprünge. Warte mal, zwei Sprünge bedeutet viel Zeitverlust. Aber ich nehme den trotzdem. Scheiß drauf, ich brauche Geld. Ich nehme Steinblöcke. So. Hol Steinblöcke von bla bla bla. Achso. Ich flieg ja voll falsch. Oh mein, das Ding ist immer noch kaputt hier, was ich kaputt gemacht habe. Ja, wie gesagt, wenn das nachher mit den ganzen Batterien losgeht und ach, das ist irgendwann warm, fand ich ein bisschen nervig. Aber vielleicht habe ich mir auch so doof angestellt, keine Ahnung. Weil wenn du nicht aufpasst und du hast keine Energiezellen mehr, guck erstmal, bei mir geht es nämlich schon los. Ja, dann musst du gucken, wie du klarkommst. Also wenn du nichts mehr hast. Okay, noch gibt's keinen Fehler bei mir. Oh, wer denn hier? Was ist denn hier so daheim? Oh, hier fliegen so viele Schrottteile rum.
Hier, wenn du hier an so ein Ding vorbeifliegst, hier, wo eine, na hier dieses Papier hier, das Blatt Papier hier rechts, da kannst du Aufträge annehmen nachher. Ja. Ich bin halt zweimal live, Melinda. Scheiße, gegen geknallt. Ach, verdammt! Ich hab wieder nicht aufgepasst, ich Trottel. Oh, ich bin ja viel zu weit oben. Weißt du, ob die Magnetsattelkupplung reißen kann? Weiß nicht. Okay. So, mit Tab greifst du auf die Galaxiekarte zu. Ja. Nach Atlas Prime muss ich. Ich muss nach Drei Könige. Naja, nach Edinburgh muss ich. Aber, weil ich nach Edinburgh will, muss ich erst nach Atlas Prime, dann muss ich nach Medusa 6 und dann komme ich nach Edinburgh. Ah ne, da oben ist ja schon Medusa 6, da muss ich hin. Oh Scheiße, hier ist gleich... Irgendwas ist hier auf 0. Bei mir ist mein Gravitationsding auf 0. Ja, das ist unten drunter, unter dem... Ja, ich weiß. Das müsste die Batterie sein, ne? Nehme ich an. Es gibt ja zwei. Es gibt ja einmal dieses ORK und einmal die Batterie, die Energiezelle. Ja, hier sehe ich gerade, die Energiezelle hat gerade mal noch 4. Die ist noch voll. Meine Reise hat jetzt 150 gekostet. Nein, komm her. Ich schwebe in meinem eigenen Raumschiff. Oh, Gravitation ist wieder da. So, das ist glaube ich Müll hier, ne? Ne, die war noch gut. Ist die Müll? Ja, die ist Müll. Aber die lasse ich erstmal noch hier stehen. Die Dinger musst du aufpassen hier. Die Dinger gehen schnell kaputt. So. Zack. Und weiter geht's. Wo ist denn meine gute Energiezelle? Guck mal, so nimmt man Steine hier. So wie jetzt. Ne, Tim? Nicht so wie bei Schnurrenner, genau. Was sagt mein Tank? Oh, Tank ist noch überhalb voll. Bei Shop, da kannst du dir Lackierereien kaufen und so einen ganzen Quatsch. Ja gut, das ist aber wahrscheinlich alles Echtgeld oder was? Nein, wenn, du kannst den LKW umbauen. Stärkere Außenhaut, dass du schneller fliegen kannst und alles sowas. Schneller fliegen, also, das kann ja Dule gut interessieren. Ja, das wäre was für Dule, ja. Reiniger Kiste mit 50% Rabatt. Und immer ab und zu mal von außen gucken, ob du Luftblasen siehst. Dann hat man Sauerstoffleck bzw. Genau, dann musst du sofort anhalten und rausgehen und reparieren, ansonsten ist deine Sauerstoff weg. Umso eher musst du wieder Batterien holen und alles so ein Quatsch. Den Moment hatte ich gestern mit Sauerstoff ist auch zu gering gewesen und dann und alles. Was
ist denn mit diesem Chip, sag ich jetzt mal? Kann man den reparieren, tauschen, entsorgen? Ja, den kannst du nachher, wenn du nachher zum Shop fährst, kannst du den verkaufen. Da kriegst du ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Pfand zurück, nenne ich das mal. Das musst du nachher alles... Das, also du kriegst wieder ein bisschen Geld zurück, ja. Ach, die ganzen Teile sind kaputt gegangen, weil der Gravitationsgenerator kaputt war. Mhm. Das ist also, durch die Kette übel. Ja, ja. Da freue ich mich doch schon wieder. Aber ich finde, das ist bisher ein ganz schönes Spiel. Also, mir kann zwar noch nicht viel zu sagen, aber... ist bisher ganz schön. So. Wie viele Sprünge musstest du machen, bis du fertig bist? Zwei. Nee, jetzt hatte ich bloß, komischerweise bloß ein. Muss ich mal gucken, wo fliege ich jetzt am besten lang? Fliege ich hier quer durch? Ah, ich fliege hier quer durch, scheiß drauf. Ich muss. Oh, ich habe gerade einen die Vorfahrt genommen. Nein, hast du nicht. Das ist nämlich der beste Fahrer, den es gibt im Universum. Okay. Hier fliegen Brocken rum. Das ist nicht gut. Das ist nein. Oh, habe ich ein Schwein. Ach nee, das ist ja jetzt erst der nächste Sprung. Ach verdammt, ich bin verkehrt geflogen. Die Levelmöglichkeiten hast du aber irgendwie ähnlich wie in ETS. Hinter mir kommt einer. Mal sehen, wer schneller ist, ich oder er. Ich glaube, ich bin schneller. Yep. Abladezone. Ellenburg ist geil, da musst du schön immer so schön zwischen Häuser durch. Innerhalb der Fabrik hier so ein bisschen hin und her fliegen.
Ah, Luftfilter, das ist gut. Ja, die brauchst du auch. 4 Stück. Ich habe einen. Du hast oben, wenn du vor deinem Fahrstuhl bist, da sind 4 Dinger oben links. 2 links, 2 rechts. Zurück, wo ich herkam. Dann gibt und? Es doch Pinke, 2460. Für vorsichtiges Fliegen. Ah ja, okay. Ja, und 200, hab ich ja gesehen. Und 282 nochmal, das habe ich vorhin nicht gemacht. Und 282 für frühe Lieferung. Cool, also das ist wie bei ETS, kommst du zu spät, geht auch flöten dann, ne? Wenn du zu spät kommst, wenn die Fracht kaputt geht, wenn du irgendwo gegenballerst, wird er abgezogen. Ja. Also ich denke mal, das haben sie so ein bisschen von ETS geklaut oder von ATS, keine Ahnung. Oh, cool, jetzt habe ich 2000. Ja, die haben auch Just-in-Time Skill-Points. Also du kannst in Just-in-Time leveln, dass wenn du die Aufträge schneller machst, anscheinend mehr Geld kriegst. So, was ist das hier? Frachtabfertigung. Hier ist sogar Polizeikontrolle. Weil du kannst ja auch Frachten annehmen, die nicht ganz so legal sind. Und wenn du dann in die Kontrolle kommst beim Sprung, dann hast du Pech. Dann hast du Pech. Danke, Thomas, für deine, danke, Thomas, für deine 10 Bits. Triff dich mit Red. In Atlas Prime. Wo haben wir denn hier Atlas Prime? Da haben wir Atlas. Also muss ich zu Medusa 6, muss ich. So, man kann sich doch die Dinge jetzt angucken, wo die hin muss, die Fracht, oder? Denn der Ort? Ach, da. Nee, da steht er nicht. Da steht er nicht. Da, lass bleiben. Guck dir mich an hier. Weil ich mir gerade die Vorfahrt nehme. Ich kann ja nur. Kann ich auch. Wie, ich habe 2000. Naja, ich habe über 2000 heute bekommen. Ja, Polizei. This is an automated checkpoint inspection. Please be patient while security drones